Was geht ab, Fantasy Fighter, Osria? Und kurze News zu Dragon Ball Legends, denn wir haben neue Neuigkeiten im Spiel, nämlich es wird ein neues Sun geben, neue Ultra-Dimensionsbeschwörung mit einem neuen Sparking Super Saiyajin Trunks und Sparking Super Saiyajin Vegeta. Nicht wundern, aber bei mir selbst sind die auch nicht, also die News sind auch nicht im Spiel selbst. Liegt vielleicht daran, weil es bei mir auf Deutsch eingestellt ist, ich weiß nicht, aber ich habe die letzten Tage auch schon gemerkt, dass irgendwie die News für die Deutschen, für das, wenn das Spiel auf Deutsch ist, ein bisschen später rauskommen als bei den anderen Sprachen? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Bei einigen Spielen ist schon in den Ingame-News, vor allem auf der englischen Seite, deswegen wundert euch nicht, wir sind ja auf legends.dbz-space, sie sind eigentlich schon auch in den Ingame-News, es ist eine Vorschau, ja. Wir werden uns dementsprechend gleich alles ansehen. Erste Sache jedoch, es wird nämlich eine Umfrage geben, eine Umfrage zu das Spiel, in dem ihr sagen könnt, ey, das und das finde ich geil, das und das finde ich nicht geil. Ihr könnt da gerne dran teilnehmen, ich werde den Link des Posts natürlich auch in die Beschreibung setzen. Und dann, wenn ihr auf den Link klickt, wenn ich das mache, tut bei mir noch gar nichts, also wahrscheinlich die Seite noch nicht online. Hier steht zwar, dass es eigentlich schon online sein sollte, aber das wird wahrscheinlich sicherlich noch die Tage kommen. Und falls ihr da quasi Verbesserungsvorschläge habt, euer Feedback ist an der Stelle auf jeden Fall gefragt. Und ich finde es echt cool, dass schon so früh, ja, ich glaube, ein Monat nach weltweitem Release, die auf jeden Fall schon mal wollen, ein Feedback wollen. Finde ich gut an der Stelle. Aber kommen wir zum Preview. Ultra Space Time Summon, das ist die Ultra-Dimensionsbeschwörung, die wir kennen. Das war der allererste Banner bei uns selbst. Ultra-Dimensionsbeschwörung Nummer 1 im Spiel selbst ist ja quasi gewesen mit Super Saiyajin, Goku, Vegeta, Piccolo, PyCon und Pan. Und das Banner läuft demnächst ab, deswegen kommt eine neue Ultra-Dimensionsbeschwörung. Wir wissen jetzt schon, vor allem, es ist eine Vorschau, ist noch nicht online. Wir wissen aber, auf jeden Fall wird es einen neuen Super Saiyajin Trunks geben. Und Super Saiyajin Vegeta, wie dreckig der herabschaut, das ist sicher. Das ist ganz sicher der gegen 10-19, wie er ihn zerbombt hat mit der Big Bang Attack. Ich freue mich schon drauf. Es ist die Grimasse, wenn mich alles täuscht. Sieht richtig geil aus, ich freue mich auf jeden Fall und ja, wir werden auf jeden Fall für ihn ziehen. Anyways, so viel wissen wir nicht. Wie gesagt, es wird quasi ein Vorschau gibt es. Da wird gesagt, zweite Ultra-Dimensionsbeschwörung wird kommen mit neuen. Also es gibt einen Sneak Peek zu neuen Sparking-Charakteren im Summon. Darunter Super Saiyan Trunks und Super Saiyan Vegeta werden auch von der Rarität Sparking sein. Die zwei werden auf jeden Fall in diesem Banner sein. Aber es steht natürlich noch, dass andere Charaktere im Banner auch kommen werden. Mit anderen Charakteren muss nicht zwingend heißen, dass es andere neue Sparking-Units wird. Ich denke, mehr Extreme- und Heroes-Units werden auf jeden Fall andere neue hinzukommen. Aber ich hoffe und denke, dass noch ein, zwei weitere neue Sparking-Units mitkommen. Sie könnten lediglich das Banner selbst könnte sich um die Super Saiyan Trunks und Vegeta drehen. Und man könnte noch die anderen Banner reintun, die älteren. Also mit neuen Charakteren muss nicht zwingend heißen, dass auch neue weitere Sparking-Units kommen. Ich hoffe es, ich denke aber und hoffe eigentlich schon. Aber auf jeden Fall werden neue Heroes und Extreme-Units noch hinzukommen. Also wirklich neue, nicht die wir schon haben. Genau. Zum Release. Wir haben kein Release-Datum, aber wir wissen ja, das aktuelle Ultra-Dimensions-Beschwörungs-Banner geht offline in 6 Tagen, indem ich das Video mache bzw. auch raushaue, nämlich am 6. Juli um 8 Uhr morgens unserer Zeit. Heißt, entweder kommt es direkt danach oder vielleicht ein, zwei Tage zuvor, denn nächste Woche ist ja das Ganze schon in 6 Tagen, aber wir wissen ja immer, Mittwoch schrägstrich donnerstags kommen eigentlich neue News rein, neue Updates zum Game, also könnte es auch sein, wir hatten es ja seit letzten Donnerstag, Mittwoch, dass neue Sachen reinkamen, also könnte es vielleicht sogar auch sein, dass sie schon am Mittwoch nächste Woche schrägstrich Donnerstag, eher Donnerstag früh bei uns kommen, wenn nicht, spätestens wenn das Ultra-Dimensions-Beschwörungsbanner Nummer 1 abläuft, logischerweise, und dieser läuft ab am 6. Juli 2018 um 8 Uhr morgens. Genau, Freunde, so viel zu den ganzen Daten, so viel zu den Informationen. Wir haben nur eine kleine Vorschau. Wir wissen auf jeden Fall, nehmt an einer Umfrage dran teil, wenn ihr wollt, gebt da Feedback. Aber Ultra-Dimensionsbeschwörung Summon Nummer 2 wird auf jeden Fall kommen. Frühestens dann nächste Woche, Mittwoch, eher Donnerstag, spätestens nachdem das jetzige Ultra-Dimensionsbeschwörungsbanner am 6.7. um 8 Uhr morgens offline geht. Wir haben auf jeden Fall mit dabei neue zwei Charaktere, Sparking Super Saiyan Future Trunks und Sparking Super Saiyan Vegeta. Dazu werden auch neue Charaktere kommen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.